mitten in deiner Verfolgungsjagd. Ja, es geht weiter. Irgendwie, wir versuchen uns hier, keine Ahnung, irgendwie zu heilen. Wie gesagt, das ist immer noch der Stress, den wir letzte Folge angesettelt hatten. Und ja, wir fahren jetzt mal unauffällig durch die Gegend. Wieder als Wolke getarnt. Ist, also wie gesagt, für ein Level 3 ist das hier richtig heftig. Auf Level 30 oder was war das? Ja. Okay, und ihr habt Patrouille verloren. Immerhin etwas. Wir dürfen nicht erkannt werden. Ja. Immer gerade gucken, wo wir noch hin, da hinten geht's. Ja, wir haben aber noch 3 Kilometer. Zu Fuß. Weiß auch nicht, warum wir ausgestiegen sind. Ich wollte gucken, ob ich ein anderes Auto finde. Ja. Jonas, Flemes, ihr wisst, passt schon. Also das ist so das geländefähigste Auto, ohne Scheiß. Ja. Jawohl, wir haben sie jetzt komplett verloren. Gut. Ich werde noch gejagt. Ja. Jetzt nicht mehr. Nein, ich auch nicht. Nur so kann eine Frau in unserer Welt gewinnen. Wenn ihr unser Leben führt und bin ich immer gespannt, was das wird. Da ist ein Rufzeichen. Jo, können wir gerade mitnehmen. So parkt man, Leute. So parkt man. Es scheinen auch keine Gegner oder so zu sein. Das ist eigentlich eine Falle und da kommen wieder Unitat-Patrouillen. Schafsböcke. Oh. Ah, okay. Oh, den haben wir gerade beim Mittagessen gestört. Hier ist die Frachtliste eines Flugzeugs vom Kartell. Sieht aus, als wäre es startbereit. Die Rebellen könnten das Zeug wirklich brauchen. Sollen wir die Maschine klauen, Boss? So, das passt ja auch einen guten Ausblick auf mich. Oh ja. Und ey, fahr mir nicht ins Auto. Du Rebell, du. Das rebelliere ich mal mit meiner Maschinenpistole. Wohl, Maschinengewehr. Dürfen wir mitfahren? Pistole habe ich nicht, ja. Sollte, ich glaube, einer kann ja noch einen Kofferraum, wenn mich nicht alles täuscht. Es geht mir doch ein bisschen zu langsam mit dem. Ja. Nein, geht nicht. Geht nicht? Okay. Ich hol mir mein eigenes. Ja, ist ja der Traktor rollt schön weiter. Aber ich kann nicht diskutieren. Raus. Nein, ich habe schon wieder vergessen, die Handbremse zu ziehen. Oh nein, der Traktor. Ist halt so ein Running Gag. Running Gag im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, wie weit haben wir es noch? 1,5 Kilometer knapp. 1,7. Hui, das sollte einigermaßen hinhauen. Mit dem Familienvan durch die Wand. Ah, okay, da unten. Ah, okay. Schauen wir einfach mal, dass wir da ein paar Drohnen rausschicken. Dann machen wir es halt, dass Patsy und ich wieder vorgehen. Und Kaylan bleibt einfach zurück und sichert. Ja. Dann wechsle ich schnell mein Go-Out. Ja. Hopp. So, da ist es dann wohl. Kellen, du könntest vielleicht hier schon mal auf den Felsen irgendwie hoch? Jo, bin schon unterwegs. Gut, dann schauen wir einfach da mal nach. Ich eine andere, eine M9 mit Schalldämpfer. Ja, ist oben perfekt. So, ab ins Grüne und Drohne raus. Drohne fliegt. Es ist tatsächlich gar nicht so viel los.
Achtung, nicht erkannt werden. Ja. Warum ist denn meine Drohne ausgefallen? Also ich sehe keine Gegner, interessanterweise. Ich sehe einen Typen, der wieder Ach, verfolgen, wir müssen verfolgen, wir müssen verfolgen. Was tun Okay. wir? Schnappen wir ihn, geht bei seinem Boss der Alarm an. Gute alte Beschattung. Beobachten wir, was er tut und wen er trifft. Bleibt außer Sicht. Sieht er uns, haben wir nichts. Brauchen wir wieder ein Fahrzeug, oder? Ich habe mir mal sicherheitshalber ein Auto geholt, ja. Er steigt in ein Auto ein. Kann ich mich abholen? Danke. Ne, wir haben ja nur ein Zweier. Dann fahrt! Ja, ist ja in Ordnung. Da, hier wäre noch ein Auto. Aber das sollte einigermaßen gut funktionieren. Ja, unser Auto ist auch weit unauffälliger. Ja, das passt ja eigentlich ganz gut. Banado. Ich folge euch unauffällig. Oh, ich glaube, wir werden verfolgt, Patzian. Oh. Oh. Du musst so auf 100 Meter Abstand bleiben. Ja, denke ich auch. Ich meine, wir haben ja den Kreis, wo er hinfährt. Mal gucken, jetzt steigt er aus. Genau. Da ist noch ein Tango. Tango Nummer 3. Ich pack da mal, dann hau ich auch noch eine Drohne raus. Moment, der Assistent geht in dieses große Gebäude. Der Agent könnte hier seinen Kartellkontakt treffen. Wir müssen die Unterhaltung abhören. Können wir uns da drin gut bewegen? Wir schicken eine Drohne und nehmen es auf. Ich will nicht entdeckt werden. Das ist gar nicht so dumm. Dann schicke ich mal eine Drohne. Ich habe eine Drohne gefunden. Die Batterie ist leer. Ah. Moment. Ah, fuck, ich werde entdeckt. So eine Scheiße. Nein, du bist viel zu nah dran gewesen. Ja. Oh, ist das ein Dreck hier. Oh. Na gut, dann machen wir es halt nochmal. Aber Batterie habe ich ja zum Glück genug. Das sollte dann kein Problem sein. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ja, dann fahre ich halt ein bisschen weiter weg und dann ist gut. Ja. Jetzt müssen wir den nochmal verfolgen. Nee. Ah, wir müssen ihn auch nicht mehr verfolgen. Das ist gut. Das ist wenigstens das müssen wir nicht mehr tun. Ja. Ja, ist ja war ja auch ein anständiger Checkpoint eigentlich. Bams, bams, bams. Wisst ihr was ich gerade bemerkt habe? Was denn? Mein Mikrofon war gemutet. Oh. Okay. Ach so. Wir sind noch viel zu weit weg. So, Klappe da unten. Dann auf ein neues. Sind die noch da oben? Ja. Ich sehe einen Hauptmann. Ziel markiert bei all seinem Umfeld im Auge. Wartet. Oh, leck mich doch bitte am Arsch, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, ich glaube, wir müssen hier echt das scheiß Gebiet vorher säubern. Warum denn? Nee, ich war drinnen, ohne entdeckt zu worden zu sein. Ich werde aber hier anderen entdeckt. Mann! Chill! Ja, sowas schlimm. Regt mich halt auf. Kann ich verstehen. We walk the line. So.
Wie er zu weit weg geht, ist ja auch nicht, weil dann die Drohne nicht mehr reicht. Nicht so das Wahre hier. Jetzt ein Mensch oder die Drohne entdeckt? Die Drohne, oder? Nee, der Mensch, die Drohnen können, glaube ich, nicht entdeckt werden. Doch, doch, die Drohnen können auch entdeckt werden. Ah, okay. It is possible. Setze Drohne ein. So, dann nochmal. Wo fliegt ihr da rein, bitte? Da beim Kirch, beim Turm. Halt. Da ist noch einer, genau da. Drittes Ziel. Okay, ich bin drinnen, ihr braucht nicht reingehen. Wir haben, was wir brauchen. Hab's aufgezeichnet. Bowman, wir haben El Chidos Agenten zu einem Treffen mit Santa Blanca verfolgt. Die Jungs vom Kartell verteilen großzügig Werbematerial. Es gibt einen Promo-Truck, der durch ganz Bolivien fährt. Muss schnell die Vorhänge zumachen. Das ist der Propagandatruck. Also schatten wir den Promo-Truck aus. Holt lässt es gerne knallen. Es reicht nicht, den Truck hochzujagen. Es muss irgendwo ein Lager geben, in dem sie noch mehr Werbematerial aufbewahren. Wir tauschen den Truck einfach gegen einen mit C4 aus. Ich bitte Pacateri, uns einen identischen Truck zu besorgen. Wenn er mit der Werbung zurück zum Lager fährt, sprengen wir ihn. Klingt riskant. Haben Sie denn schon einen Truck? Ich kümmere mich drum. Sie schnappen sich den Truck. Halten Sie die Augen offen. Vielleicht können wir dem Kartell hier ja noch anderweitig schaden. Alles klar, wir kümmern uns drum. Jupp. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal die Dinger noch platt. Die Basis. Das sieht ja eigentlich relativ interessant aus. Boah, schaut euch das geile Motorrad an. Ach nee, ist nichts Besonderes. Ich dachte, es ist eine Harley. Ich glaube, hier müssen wir dann doch so ein bisschen verdeckter vorgehen insgesamt. Wir hatten da jetzt was in die Luft gejagt. Ich, meine Drohne kann explodieren. Sind da keine Gegner mehr in der Basis? Ja. Schade, dass das nicht zerspringen kann, das Glas hier. Mhm. Nee, geht nicht. Stimmt, das wäre lustig gewesen. Ah. Geht wirklich nicht. Das wäre dann das. So, wo ist jetzt der nächste Story-Einsatz? Da unten. Okidoki. Wir haben ein Lagerhaus ausgemacht, wo das Equipment für El Chidos Konzert gelagert wird. Wir werden es mit Hilfe des Bombos. Ach, dann nehmen wir doch den Hubschrauber. Sie müssen ihn nur noch stehlen. Du, da unten ist ein Schraubhub. Ich sehe einen Tango. Da stehen noch andere rum. Hab einen. Markiere Gegner. Steht da mit Einheimischen. Mhm. Sehr schön, sehr schön. Da links sind ein Fertigkeitspunkt noch. Hm. Scheint auch sehr leer zu sein. Ah, und Munition. Ich glaube auch langsam wieder Zeit. Ja. Ich kann nicht. Ich hab ein paar Fragen, Arschloch. Gib mir Informationen. Okay. Von einer Sache habe ich gehört. Du, der Junge. Immerhin. Da ist die Cornflakes-Packung. Yay. Hm, jetzt Cornflakes. Ich habe jetzt wirklich Lust auf Cornflakes. So, dann gehen wir mal zum Herrn Pazzi in den Hubschraub. Ui. Oh. So. Und auf geht's. Gut, dass da am Hubschrauber hingehen, das ist auch sehr unauffällig. Ja.
Sonst lassen wir uns vorhin abstürzen einfach. Genau. Oh nein, es regnet wieder Menschen. Flup. I wanna fly, fly. Oh, die Brücke rechts. Ah, falsches rechts. Ui. Ja. Die würde ich gerne in die Luft jagen. Oh, da hat jemand so ein Fels geschrieben. Wo denn? Da in, also über der Brücke da. Willkommen in Santa Muerte oder irgendwas. Ah ja. Richtig unauffällig. Unten sind Daten. Ja, können wir dann gleich machen. Auf dem Rückweg. Auf dem Rückweg? Okay. Oder machen wir sie. Wir machen es, glaube ich, jetzt. Ich sehe gerade, wir haben noch 3-4 Minuten. Dann machen wir das mit dem Truck in der nächsten Folge. Eventuell gibt es ja auch wieder, dass wir da ein paar Anläufe brauchen. Hüstel. Eventuell. So, dann gucken wir uns hier. Warte mal, ich hau schon mal eine Drohne raus. Ich habe noch einen Tango. Drittes Ziel da. Friedhof. Vielleicht sind drin noch welche. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Glaube ich auch. Ja, dürften wir alle haben. Ich dachte, wir sind am Boden. Noch nie. Habe ich jetzt auch bemerkt. Ich habe keine Sniper mehr, deswegen muss ich eure Deckung hoffen. Ja. Ich kann eins übernehmen. Gut, dann übernehme ich zwei. Drei. Moment. Ich muss gerade noch neue Position. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Sieht es bei dir jetzt mit eins aus? Moment, ich bin gerade noch am Rumlaufen. Der ist hinter dem Hubschrauber. Nee, eins habe ich genau im Schussfeld. Dann nehme ich zwei. Gut. Drei, zwei, eins. Toll, ey. Der Tango ist hin. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich heute ist nicht dein Folgen. Tag. Ja, gestern ja auch schon nicht. Das hilft uns, einen Kartellvollstrecker aufzuspüren. Machen wir dem Penner Angst. Wer hat Lust, einen Rebellensender zu aktivieren? Hier steht, wo wir einen Inaktiven finden. Das ist draußen. In einem Dorf namens Umamaka. Hast du den Helikopter da geladen eigentlich? Oder? Da ist noch Munition, nee. Das ist ein zweiter Heli. Ich wäre zu gern da. Naja, Kisera, wie man so sagt. Wir müssen das Konzert verhindern. Gehen Sie dahin und crashen Sie die Party. Irgendein besonderer Wunsch? Sorgen Sie einfach dafür, dass keine Musik läuft. Und sorgen Sie für ordentlich Radau. Ich melde mich. Ja, das können wir auch noch machen später. Aber warte, jetzt müssen wir erst für den richtigen Einsatz auswählen. Wir wissen, dass Elshidos Konzert an einem Ort namens Umamarka stattfindet. Wir stoppen die Show, gehen rein und nehmen den Laden auseinander. Wir können ja schon mal irgendwo liegen. Nee, warte, wir wollten doch eigentlich den Promo-Truck machen jetzt. Ah, stimmt, den Promo-Truck. Wir haben ein Lagerhaus ausgemacht, wo das Equipment für Elshidos Konzert gelagert wird. Machen wir aber erst den nächsten Part, oder? Wir können hinfliegen, es ist noch eine Minute knapp. Mal auf dem Weg machen. Ja. Dann können wir schon mal landen und dann machen wir in der nächsten Folge sowas auch spionieren und hoffentlich erfolgreich übernehmen. Wieder ohne entdeckt zu werden. Mhm. Na, viel los. Genau, land auf so einem Bohrturm. Oder Tank. Ein Bohrturm. Tank. Wassertank oder irgendwas. Voila. Sehr schön. Unauffällig. Wunderbar. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.